Servus Leute und willkommen zu einem nächsten Tutorial. Und zwar in der Sky Factory 2 Serie wurde sich gewünscht, dass ich mal den Autonomous Activator erkläre. Und zwar gucken wir uns kurz das Rezept an. Ist eigentlich Pille-Palle. Ja, und wie funktioniert der Autonomous Activator? So, wir stellen einfach das Ding mal hin. Das Ding hat eine Funktion und zwar klickt es entweder mit der rechten Maustaste oder mit der linken Maustaste. Das könnt ihr ja einstellen und das Ganze braucht Energie und das ist zum Beispiel super spannend, wenn ihr ein Sieb habt. Ja, also normalerweise, wenn ihr ein Sieb habt, müsst ihr hier mit rechter Maustaste immer drauf drücken und siebt dann hier Sachen durch und eventuell kommt halt irgend so ein random Crap halt raus. So, und um das nicht mehr selber machen zu müssen, kann man eben diesen Autonomous Activator verwenden. Zum Beispiel mit einem Sieb. So, das Ganze braucht erstmal Energie. So, wir nehmen einfach mal einen Survivalist Generator, das ist ganz normal RF, geben dem jetzt hier ein bisschen Kohle. Der powert dann erstmal hoch und dann seht ihr hier, RF geht rein und so weiter. So, dann seht ihr hier schon, es bewegt sich, das heißt, er fängt schon an zu klicken. So, man kann ihn auch hier irgendwie ausschalten und so weiter. Es gibt ein paar Augments, wenn überhaupt. Und man kann hier auch noch Inputs und Outputs setzen. So, was macht er jetzt genau? Er klickt jetzt rechts. Er hat das Aim-Level gerade und Round-Robin-Item-Use. Das heißt, wenn er klickt jetzt quasi waagerecht, er kann auch nach oben rechts klicken oder nach unten rechts klicken. Theoretisch, wenn wir nach unten links klicken, sollte er das Ding da abbauen. Den Dirt-Block. Okay, tut er nicht, aber das wäre es eigentlich, aber das können wir gleich nochmal testen. Und hier kann man noch sagen, soll er hier randomly ein Item usen aus seinem Inventar, nur First Slot, oder soll er hier einfach drumherum gehen? Ja, da gibt er irgendwie so eine Runde, geht er da. So, wie funktioniert das Ganze jetzt zum Beispiel mit einem Sieb? Das ist eigentlich die Haupt-Use. Wir sagen hier waagrecht, weil er muss tatsächlich waagrecht rechts klicken. Und wir geben ihm einfach mal Gravel hier rein. Und ihr seht, der Gravel wird instant da reingepostet mit rechter Maustaste. Und ich drücke nicht. Ja, also hier, da, ich drücke nicht. Und verarbeitet den Gravel jetzt weiter ohne Probleme. So, wenn ihr jetzt ein anderes Setting hättet. So, interessant ist auch, er setzt jetzt natürlich auch immer einen neuen Block, weil er einfach rechts klickt. Wenn das Sieb nicht da ist, setzt er einfach einen neuen Block. So, das gleiche Thema ist, wenn ihr zum Beispiel eine andere Ebene habt, das heißt, das Sieb steht zum Beispiel hier unten, dann wäre das Setting nämlich ein bisschen anders. Und zwar geben wir dem wieder hier Power. Und hier müssen wir dem jetzt sagen, hier, du musst nach unten aimen. Damit er hier eine Ebene nach unten, er kann eine Ebene nach unten und eine Ebene nach oben aimen. Und wenn wir ihm jetzt hier den Gravel reingeben, seht ihr, das Ding geht wieder rein und er verbraucht das. Wenn ich hier auf gerade setzen würde, setzt er den Dirt-Block, den Gravel-Block genau dahin. So. Und jetzt macht er hier schön weiter. Und ihr bekommt da eine sehr schöne Sache raus. Noch als kleines Add-on, ist aber außerhalb des Mods und da beschweren sich die Leute immer wieder. Aber wie das am geilsten funktioniert, da gibt es aber auch schon ein Video von mir, ist mit einem Vakuumhopper. Das heißt, ihr habt einen Vakuumhopper hier zum Beispiel, den ihr noch hinsetzt. Das ist als eigentliche Tutorial ist schon vorbei, aber ihr setzt zum Beispiel hier einen Vakuumhopper hin. Das heißt, alles, was hier rausgesiebt wird, findet ihr im Vakuumhopper wieder. Ja, weil der Vakuumhopper saugt im Prinzip alles an, was so um ihn herum kommt. Und dann setzt ihr einfach unten drunter eine Chest. So. Hier. Und müsst dem Vakuumhopper hier an der Seite noch sagen, wo er, das ist die Item-Variante, wo er den Output haben soll. Ja, mit rechter Maustaste kann man den drehen, genau. Und das müsste jetzt unten sein. Genau. Und dann müsste jetzt hier alles drin sein. Genau. Und wenn ich jetzt hier weiter drop, dann ist es weiter drin und der Autonomous Activator arbeitet so lange, wie er Strom hat. Ja, das soll es gewesen sein. Ich danke für das Zusehen, wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute.